In unserer gestrigen Ausgabe von Tag Aktuell haben wir darüber berichtet, dass im Tierpark Hirschfeld zwei junge Störche das Licht der Welt erblickt haben. Gewissheit haben wir mit unserem Drohnenflug erlangt. Da gestern noch nicht klar war, in welchem Zustand sich der Storchennachwuchs befindet, hatten wir uns für heute Vormittag nochmals verabredet. Seitens des Tierparks war man seit gestern dann tätig geworden. Ja, wir haben gestern Mittag mal jemand abgestellt, der das mal beobachtet, wer und wann Vögel einfliegen, und haben halt gesehen, dass die Jungvögel in Ordnung sind und auch beide Altvögel noch am Leben sind und füttern, und wie gesagt, das ist alles in Ordnung. Es war ja gestern so, dass als unsere Drohne über das Nest vorsichtig zwar geflogen ist, die Störche im Nest lagen, wir befürchtet haben, dass sie gar nicht mehr leben. Es ist wahrscheinlich eine Schutzhaltung gewesen, weil die das gehört haben. Ja, das ist ganz automatische Sache. Wenn die zwei Altstörche nicht am Nest sind, dann stellen die Jungvögel sich tot, wenn da Gefahr droht. Ganz einfach zum Schutz vor Greifvögeln zum Beispiel. Die gibt es ja auch in Regionen, wo zum Beispiel Fischadler vorkommen, für die, die eigentlich leichte Beute wären. Das ist ganz einfach eine Schutzeinrichtung. Wie wird das jetzt weitergehen? Wann werden die Jungen Flügge und werden das Nest verlassen? Wir sind uns jetzt nicht sicher, wann genau die mit den Brüten angefangen hat. Also wie gesagt, im Monat muss man rechnen, 32 Tage brütet der Storch auf dem Ei, dann kommen noch 60 Tage Nestzeit dazu und dann fangen die Jungvögel an auszufliegen. Dann werden die hier noch ein bisschen auf Nahrungssuche gehen, werden den Jungvögeln das alles lernen, was sie im Leben so brauchen, und dann geht es halt Richtung Süden. Mal rund gerechnet müssten die so anfangen, August, Mitte August, dann das Nest das erste Mal verlassen. Die haben relativ spät angefangen, unsere Störche. Wenn es dann Richtung Süden geht, ist davon auszugehen, wenn ihnen unterwegs nichts widerfährt, du hast ja schon gesagt, dass ja gerade in Malta und in Italien die Vögel auch weggefangen werden, was natürlich sehr traurig ist, könnte es sein, dass sie dann wieder nächstes Jahr zurückkehren? Wenn den Altvögeln nichts passiert, das alte Brutpaar, also Weißstörche sind standorttreu, die werden dann nächstes Jahr wiederkommen zum Brüten. Dann werden wir das mal im Auge behalten und alles Gute. Ja, wir hoffen das Beste.